Ja, am Sonntag wird es nicht nur in ganz Deutschland spannend, auch hier in Lahnstein, denn die Oberbürgermeisterwahl stand auch auf dem, auf der Agenda und der Sieger der Oberbürgermeisterwahl, quasi der neue OB für Lahnstein, sitzt jetzt neben mir. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Lennart Seifert. Vielen Dank, Herr Schlecht. So, wie geht man in so einen Wahlabend, in den Wahltag rein? Mit was für einem Gefühl? Fangen wir mal an, morgens kann man überhaupt frühstücken. Also wie ist das? Also schon die letzten zwei, drei Tage habe ich dann für mich beschlossen, ich gehe jetzt nicht mehr nochmal Freitag, Samstag an Haustüren mache da großartig Werbung, weil ich überzeugt war, wenn man halt einen Wahlkampf macht und den gut findet, dann muss man die Leute eigentlich im Vorfeld überzeugt haben und auf dem letzten Drücker da noch was zu machen. Das wollte ich nicht. Wir hatten, meine Frau und ich, Freunde aus Berlin da, denen wir hier ein bisschen die Gegend gezeigt haben. Wir waren hier in Lahnstein auf dem Mittelaltermarkt unterwegs. Stimmt, war ja auch an den Wochenenden. Genau. Richtig, ja. Aber das ist, weil meine Frau ganz großer Mittelalter-Fan ist und wir seit Jahren schon auf Festivals fahren in der Richtung, wollten wir da ein bisschen auch mit dem Kind und mit den Freunden Zeit verbringen. Und am Wahlabend selbst waren wir dann nicht hier in Lahnstein, sondern sind nach Mendig gefahren, in die Vulkanbrauerei. Nee. Haben den dann da vor dem Ergebnis oder? Vor dem Ergebnis. So wollte ich gerade sagen, ja. Ja. Und haben den Freunden dann da, diesen selber Hobbybrauer, haben denen da den Vulkankeller gezeigt und waren in der Brauerei essen. Und haben dann quasi den Tag ganz entspannt gestartet, abschalten zu können. Kann man wirklich dann, wenn man nein, weiß, oh Gott, nein. Das Leben ändert sich, ich meine, das kann man nicht entspannt angehen, oder? Also egal wie war das natürlich, die letzten Wochen hat man zunehmend gemerkt, das war am Anfang, wenn man in den Wahlkampf einsteigt, das ist ein fernes Ereignis, so, das kommt irgendwann und dann die drei, vier Wochen vorher, zwei Wochen vorher, eine Woche vorher, hat man also innerlich schon gemerkt, die Anspannung ist immer größer da, weil man ja auch wissen möchte, spricht man die Leute richtig an, also nicht vom Titel her, sondern von den Themen her, interessiert das die Leute überhaupt, was man sagt und was hat man die letzten Jahre für eine Arbeit gemacht in Lahnstein, im Stadtrat, in den Vereinen, kommt das überhaupt an oder überschätzt man sich grenzenlos und dann an dem Abend selber weiß man, okay, jetzt kommt irgendwann ein Ergebnis und du kannst daran nichts mehr ändern. Und das, das war schon so, dass es innerlich die Anspannung ziemlich hoch war. Bevor wir zum Ergebnis kommen, mal ganz kurz noch zurück. Sie sind ja eigentlich als unabhängiger Kandidat ins Rennen gegangen. Frage, war das Ihrer Meinung nach ein Vorteil? Und das Leben wird sich jetzt ändern. Eigentlich sind Sie Polizist hier in Lahnstein. Jetzt geht's richtig in die Politik, ins Rathaus. Wie ist das? Also vom Ergebnis her würde ich sagen, natürlich hat sich das bewährt, dass ich als unabhängiger Kandidat angetreten bin. Ich bin zwar Mitglied bei den Freien Wählern und in Lahnstein sitze ich für die unabhängige Liste Lahnstein im Rat. Der Partei und hier vor allem meiner Wählergruppe bleibe ich auch weiterhin verbunden. Aber das, was ich wirklich deutlich machen wollte, war, ich will halt Oberbürgermeister aller Lahnsteiner sein und nicht irgendwo einen ausgrenzen, weil man nicht das Parteibuch oder hat. Ja. Das war für mich wichtig und das wollte ich damit auch nochmal symbolisieren. Und ob das jetzt am Ende den ausschlaggebenden Grund geliefert hat, für Leute mich zu wählen, weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht analysieren. Ja, vielleicht spielt auch Sympathie eine große Rolle mit, weil ich musste eben so grinsen, als Sie hier mit der Ape, Sie schienen auch die ganze Zeit darüber, aber es war jetzt nicht nur der Wahlkampf, hier nur mit der Ape durch Lahnstein zu fahren, oder? Ja. Also das Gefährt, das war eine Idee von einem Freund, der bei mir im Wahlkampfteam mitgeholfen hat. Ich wollte halt eine kleine Bühne haben, die man mobil überall hin mitnehmen kann und nicht so einen klassischen Wahlkampf mit Schirm und Tisch und so, wo die Leute zu einem kommen, sondern ich wollte auf die Leute zugehen und das Gefährt hat sich absolut bezahlt gemacht, meiner Meinung nach. Es ist auf jeden Fall ein Riesenspaß, damit zu fahren. Also am Anfang, und die bleibt auch noch so? Ich werde es halt abdekorieren, aber mein Plan war, dass ich in Zukunft, gibt es ja dieses Instrument der Bürgersprechstunde und ich würde das gerne versuchen so zu etablieren, dass ich zu den Leuten fahre und dann in gewissen Abständen eine Veranstaltung vor Ort mache und nicht quasi im Rathaus warte, dass die Leute zu mir kommen und dann irgendwo in einem Sessel vor mir wie ein Bittsteller sitzen, sondern wirklich, dass ich auf die Leute zugehe und das hat im Wahlkampf Spaß gemacht und auch, glaube ich, die Leute begeistert und das würde ich gerne so in der Art weitermachen. Aber die Anfahrtszeit, die verschiebt sich dann schon ein bisschen, oder? Von Friedrichssegen raus ist es schon ein bisschen länger, das stimmt. Jetzt haben wir knapp 53%, wenn ich richtig informiert bin, 52,8, richtig? 52,87 oder irgendwas. Dann an dem Wahlabend, als dann das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Ja.
kommt dann auch mal so ein Moment, der, oh Gott, was habe ich da getan? Jetzt ändert sich mein komplettes Leben. An dem Abend selbst muss ich sagen, das war... oder genau, ich muss zwischenfragen, wann realisiert man das? Also selbst jetzt fällt es mir in manchen Situationen, also 4, 5 Tage später, noch schwer, das in der ganzen Gänze zu erfassen. Ich weiß ja auch nicht, ich habe jetzt nächste Woche ein Abstimmungsgespräch mit dem Oberbürgermeister, welche Aufgaben final alle auf mich zukommen. Es ist eine unglaubliche Fülle. Ich habe im Stadtrat einen Teil davon mitbekommen und über die verschiedenen Funktionen, die ich habe. Aber ja, ich glaube, realisieren, das wird auch noch dauern nach der Amtseinführung. Und an dem Abend selber, das muss ich wirklich sagen, das ist wie in einem Tunnel. Also man sieht die Ergebnisse und die Leute um einen drumherum. Man sieht negative Reaktionen, super positive Reaktionen. Man freut sich selber total. Und also ich habe mich einfach selbst so gefreut, weil das eine Bestätigung ist der langjährigen Arbeit und des Engagements, dass man nicht nur einfach mal 2 Wochen Wahlkampf macht und dann irgendwas hat, sondern das ist, die Leute honorieren dann, das war zumindest mein Empfinden, die Arbeit, die man in den letzten Jahren so geleistet hat. Mein Kollege winkt schon hinter der Kamera, deswegen müssen wir Gas geben, aber ich hätte noch so viele Fragen. Ja. Am 15. Januar endet die Amtszeit von Peter Labonte. Genau. Ab dem 16. Januar sind Sie quasi schon im Amt. Genau. Was sind so die ersten Ziele? Hat man sich was vorgenommen oder geht man das Ganze locker an? Also was ich sagen kann, ist so ein 100-Tage-Programm, das will ich mir jetzt nicht auferlegen, weil ich glaube, das ist eine Langfristgeschichte, da muss man halt Sachen entwickeln. Ich möchte gucken, das habe ich auch gesagt, dass ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennenlerne in der Verwaltung. Mal zu hören an der Basis, wie sind da die Vorstellungen, welche Erwartungen hat man an einen neuen Chef, wo sind Potenziale, die man verbessern kann. Und da ist, glaube ich, ist man ganz gut beraten, wenn man auch mal auf die Basis hört. Das wäre so mein Ziel für die erste Zeit, zu sehen, wo liegen vielleicht Probleme, wo kann man was kurzfristig ändern. Und dann muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ideen habe ich. Ob die nachher alle umzusetzen sind in kurzer Zeit, das weiß man natürlich nicht. Aber wichtig für mich ist, dass ich mit allen Fraktionen im Rat auch konstruktiv für die Sache zusammenarbeiten will und jetzt nicht anfange, uns gegeneinander auszuspielen. Das ist Vorsicht, Wespe, nicht, nee, dass es nachher heißt, ich habe den neuen Oberbürgermeister kaputt gemacht. Es ist eine Biene hier von der Stadtmauer. Ich habe die Brille nicht auf, deswegen habe ich so. Aber bevor die Sendezeit verrinnt, ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt hassen werden. Ich hoffe, wir sehen uns zwar noch mal in anderen Pressegesprächen und sowas. Ich habe ja immer so die 10 Fragen. Das liegt jetzt an den Fragen, ob wir die kommt, habe ich Peter Labonte auch gestellt, als ich das letzte Mal bei ihm im Büro war. Und ich bitte einfach um eine schnelle, ehrliche Antwort, ohne lange zu überlegen. Und mit den 10 Fragen beginnen wir jetzt. Frage 1. Kombi oder Sportwagen? Kombi. Hund oder Katze? Hund. Camping oder 5-Sterne-Hotel? Definitiv Camping. Gemütlich oder eher Remi-Demi? Ich mache das gemütlich nach dem Remi-Demi. Okay. Als Kind wollte ich was werden? Gute Frage. Also Polizist ist, glaube ich, immer so ein Kinderwunsch und das hat... Also kein Lokführer oder Lokführer in der Tat nicht. Feuerwehrmann. Also Polizist, Traumberuf schon erfüllt und jetzt Oberbürgermeister, also im Prinzip. Also Oberbürgermeister war nicht mein Traumberuf, aber Polizist, weil man muss sich nicht überlegen, was man morgens zur Arbeit anzieht. Das ist eine sehr praktische Sache. Das ist natürlich richtig, das stimmt. Okay, Technik, zu viel Technik, Fluch oder Segen? Zu viel Technik, Fluch. Technik, Segen. Mein Handy mache ich aus, wann? Oder wenn? Boah, meine Frau sagt nie. Also wenn ich schlafe, mache ich es mittlerweile auf lautlos so. Aber es bleibt trotzdem an, also quasi auf 24 Stunden durch. Ja, gut. Aber ohne Vibration, ohne Klingeln, ohne alles. Okay. Lahnstein ist für mich? Lahnstein ist für mich meine Heimat. Das ist meine Stadt und mein Leben, ja. 2 Fragen noch. Frage 9. Am liebsten koche ich? Punkt. Am liebsten koche ich. Also ich zu Hause bin ich durchaus mal bereit, was experimentell zu kochen, aber jetzt nicht langweiligen Kram, aber ich koche sehr, sehr gerne und bis jetzt hat jeder überlebt. Wenn ich Oberbürgermeister werde, bleibe ich meinem Klamottenstil treu. Will damit fragen, Jeans oder Anzug? Eher Jeans. Okay, wunderbar. Lennart Siefert, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und so schlimm waren Sie doch nicht, die Fragen, oder? Sie dürfen gerne wiederkommen. Alles klar, wunderbar. Zurück zu dir, Sarah.